Träume nur Schäume oder haben Sie etwas zu bedeuten? Dieser Frage will ich heute nachgehen. In der Heiligen Schrift wird von einigen Träumen berichtet. Ein Bericht spricht und erzählt von Jakob, der vor seinem Bruder Esau flieht und als er in Beersheba ankommt, dort übernachtet, da hat er einen Traum. Und zwar heißt es, siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und dann hört er die Stimme Gottes. Ja, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks, und das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und dir und deinen Nachkommen. Später dann ist es sein Sohn Josef, der auch träumt, aber die Brüder haben ihn das ganz übel genommen und sie hassen ihn, verkaufen ihn schließlich nach Ägypten. Und dort ist es wieder Josef, der den Traum des Pharao deuten kann. Der Pharao träumt nämlich, dass aus dem Nil 7 fette Kühe herauskommen und danach 7 magere Kühe. Sie fressen diese dicken auf und zurückbleiben dann magere Kühe. Dann auch mit den Ähren, 7 fette Ähren, 7 magere Ähren. Und die 7 mageren fressen die dicken auf und ja, zurückbleiben die mageren Ähren. Er hat alle Traumdeuter zusammenrufen lassen, aber keiner kann den Traum deuten. Schließlich erinnert sich der Mundschenk, dass im Gefängnis einer sitzt, der ihm damals, als er im Gefängnis war, den Traum deuten konnte. So wird Josef geholt und er kann diesen Traum des Pharao deuten. Nämlich es kommen 7 gute Jahre im Überfluss und dann 7 Hungerjahre. Und in den Jahren des Überfluss soll viel Getreide angebaut werden, in Kornspeichern gelagert werden, sodass sie für die Hungerjahre dann genug haben. Als die Hungerjahre kommen, kommen auch die Brüder nach Ägypten. Und Josef erkennt sie, aber lässt sie nicht sofort zu erkennen. Und schließlich prüft sie, sie bestehen die Prüfung und es kommt dann die ganze Familie nach Ägypten. Bis später dann, viele Jahrzehnte später, als das Volk groß geworden ist, viele Nachkommen da waren, da ist es Mose, der das Volk wieder herausführt. Aber jetzt zum Neuen Testament. Als der Engel Gabriel Maria verkündet, dass sie Mutter wird, da sagt der Engel Gabriel nichts davon, wie sie das Josef sagen soll. Er sagt ihr nur, dass die Elisabeth, ihre Verwandte, im 6. Monat schwanger ist, ein Kind erwartet. Und Maria entschließt sich dann, zu ihr zu gehen, geht auch zu ihr und sie hilft ihr, sie bleibt dann noch einmal 3 Monate dort. Das heißt, 6. Monat bis zum 9. sind 3 Monate, dann noch einmal 3 Monate, das sind dann 6 Monate. Und als sie zurückkommt, bemerkt Josef ihren Umstand, dass sie ein Kind erwartet. Kann man sich vorstellen, dass das ein Schock war für den Josef. Und was heißt das für ihn? Und Matthäus spricht davon, erzählt davon, dass Josef sie nicht bloßstellen wollte, sondern er wollte sich im Stillen von ihr trennen. Und da greift Gott ein, und zwar durch einen Traum. Ein Engel erscheint ihm im Traum und sagt zu ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und er bekommt auch den Auftrag, er soll in dem Namen Jesus geben, denn er wird das Volk erlösen. Und was macht Josef? Er kommt zu Maria. Ich kann mir vorstellen, dass er sicher in dieser Zeit des Überlegens, des Nachdenkens alt geworden ist. Dass es für beide eine Passionszeit war, schwierige Zeit. Und er entscheidet sich, es soll schnell geheiratet werden, sodass das Kind vor dem Gesetz einen Vater hat. Als Josef und Maria in Bethlehem sind,
und die Sterndeuter wieder abziehen, also nach Hause gehen, da hat sich Herodes entschieden, er will das Kind suchen lassen und es töten. Und Josef hört im Traum, wie ein Engel ihm sagt, er soll schnell aufbrechen. Es würde ihm im Traum geboten, ja, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Also er wird dann später dann wieder eine Weisung bekommen, wann er nach Nazareth oder in das Land zurückkehren soll. Soweit jetzt ein kurzer Streifzug durch die Heilige Schrift. Es gibt noch viele andere Zeugnisse und Berichte. Aber wie ist das heute? Gibt es heute auch noch Träume? Joel hat ja schon gesagt, die Alten werden Visionen und die Jungen werden Träume haben. Eine Frau hat mir folgende Geschichte erzählt. Sie hatte eine ganz schwierige Lebensphase durchlebt und wollte nicht mehr leben. Sie wollte sich mit dem Auto so umbringen, dass es ausschaut, als wäre es ein Autounfall. Hat hin und her überlegt, geschaut, wo könnte sie das durchführen. Und eines Nachts hat sie folgenden Traum. Sie steht vor der Himmelstür und dahinter ein Raum und dann ein zweiter Raum, der viel heller war, ganz hell erleuchtet. Und sie will hinein, aber da kommt eine Person, es kann sein, dass es der Petrus war, und sagt zu ihr, du kannst hier nicht hinein, denn du hast leere Hände, deine Hände sind leer. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schock für die Frau war. Sie hat sich bekehrt, sie hat umgekehrt und hat nie mehr an Selbstmord gedacht. Das war wie ausgelöscht. Sie will mit vollen Leeren vor Gott dastehen. Ja, vielleicht hattest du auch schon einen Traum. Wenn ja, dann kannst du mir schreiben. Und ich wünsche dir gute Träume. Ich wünsche dir aber auch die Gabe, dass du sie unterscheiden kannst, dass du sie auslegen kannst, dass du sie verstehst, was sie dir sagen wollen. Vielleicht ist in diesen Träumen eine wichtige Botschaft für dich. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen.